Tiefe Atemzüge sind wie kleine Liebesgrüße an deinen Körper. Ein Zitat mit unbekanntem Ursprung, aber für uns der richtige Einstieg in das Thema Atmung und Stütze. Und damit herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Atmung und Stütze, der Schlüssel zu fast allem. Und das ist nicht übertrieben. Hier im ersten Teil des Tutorials geht es um die Frage, was Stütze, die richtige Atmung und Körperspannung eigentlich ist und wie du mit einigen wenigen Veränderungen damit deinen Sound verbessern kannst. Ein schönes Legato, gut klingendes Staccato, ein voller, warmer Klang, der trotzdem fokussiert den ganzen Raum ausfüllt. Ein perfektes Pianissimo, ein großes Fortissimo, spannungsvolle Linien etc. Das alles funktioniert nur, wenn deine Luft, deine Stütze, deine Spannung oder einfach gesagt dein Atmungssystem gut und richtig funktionieren. Und hier, in diesem Tutorial, lernst du alles, was du dafür brauchst, um es gleich von vornherein richtig zu machen. Folgende Situation kennst du möglicherweise. Irgendein Klarinettist spielt ein paar Töne und die Leute sagen: Wow, was für ein wunderschöner Ton. Wie kommt das? Worüber sprechen wir genau? Was tut er oder sie? Was ist das Geheimnis und was ist überhaupt ein wunderschöner Ton? Das ist natürlich ganz individuell und das ist auch gut so. Aber wenn ich trotzdem eine Formulierung versuche, die für alle stimmt, dann vielleicht diese hier. Ein wunderschöner Ton ist ein Klang, der gefällt, der ins Herz geht, der schmeichelt und verzaubert. Um das zu erreichen, gibt es viele Stellschrauben, an denen man justieren kann und muss. Aber ein Parameter steht über allen. Einer ist der wichtigste. Und das ist Luft. Luft bzw. wie du mit deiner Luft die Klarinette zum Schwingen bringst. Das ist der mit Abstand wichtigste Aspekt für einen guten, warmen und vollen Sound. Und zusätzlich ist deine Luft dazu noch der Schlüssel zu schönen Legato-Linien, einem perlenden Staccato, bewegenden Pianissimo-Passagen und einem großen, vollen Forte. Die anderen Parameter auf dem Weg zu einem vollen und reichen Sound sind natürlich Blätter, Mundstücke, Ansatz, die richtige Haltung und natürlich das Instrument selbst. Und das sind große Themen. Über Blätter, Mundstücke, Haltung und Ansatz habe ich extra Tutorials gemacht, die ich sehr empfehle, da ich da sehr in die entsprechenden Details gehe. Dennoch. Der Hauptaspekt ist und bleibt deine Luft, deine Atmung bzw. deine Stütze. Und es spielt keine Rolle, ob du dünn bist oder dick, klein oder groß, stark, schwach oder weiblich oder männlich. Und es spielt keine Rolle, ob du eine Böhm-Klarinette spielst oder das deutsche System. Entscheidend ist, wie und auf welche Weise du mit deiner Luft die Klarinette zum Schwingen bringst. Und im Grunde genommen sprechen wir von Energie. Überall wird von Stütze gesprochen. Hier auch. Deine Stütze ist wichtig. Du musst stützen. Stütze die Linie durch, etc. Aber was ist die Stütze eigentlich? Und wie optimierst du deine Atmung und deine Körperspannung? All das gehört ja zusammen und sind die grundlegenden Zutaten eines Bläsers. Atmung ist ja ganz offensichtlich weit mehr als einfach Luft holen und in die Klarinette pusten. Hier ein Erklärungsversuch. Die Stütze ist eine bewusste Kraftanstrengung, die für einen kontrollierten Luftstrom sorgt. Sie soll für einen gleichmäßigen, dauerhaften und verdichteten Luftstrom sorgen, der dem Ton Stabilität, Substanz und Tragfähigkeit verleiht. Ist das klar geworden? Vielleicht ein bisschen. Über das Thema Atemstütze sind schon ganze Bücher geschrieben worden und haben schon Generationen von Blasinstrumentanfängern zur Verzweiflung gebracht. Hier noch ein Versuch. Die Stütze ist das Steuerorgan des Atemstromes. Sie ermöglicht eine fein dosierte Luftabgabe und verleiht dem Ton Stabilität, Substanz und Tragfähigkeit. Das Stützen des Tones findet während der Blasphase statt
Ohne Stütze würde die Atemluft beim Blasvorgang rasch und unkontrolliert entweichen. Das stimmt und ist gut formuliert. Ich will es aber noch einfacher beschreiben. Stütze ist das Erzeugen einer Luftsäule mit einem gewissen Luftdruck, mit dem du deinem Ton die notwendige Intensität verleihst. Punkt. Und letzten Endes ist Stütze ein Körpergefühl. Und ich möchte dieses Körpergefühl nicht zerreden oder intellektualisieren. Du merkst aber schon, es hat viel mit körperlicher Energie zu tun. Und mein Ziel ist es, dass auch du deinen Körper so einsetzt, dass sich deine Körperenergie in Klang umsetzt. Dafür brauchst du eine gute Muskulatur, aber auch Offenheit, Beweglichkeit und Lockerheit. Im vierten Teil dieses Tutorials zeige ich dir, wie ich meine Stütze entwickelt habe und welche Übungen ich dir dafür empfehle. Das sind kleine Trainingseinheiten, die bei hoher Effektivität wenig Zeit in Anspruch nehmen, aber deinen Sound durch das Mehr an körperlicher Energie signifikant verbessern werden. Als erstes kümmern wir uns aber um dein Klarinettenspiel selbst. Beim Spielen der Klarinette gibt es die diversen Stellschrauben. Wir können und sollen das Mundstück optimieren, die Birne, den Trichter und natürlich die Blätter. Zu all diesen Themen gibt es eigene Tutorials, die tief in die Materie eintauchen. Aber hier möchte ich mich auf dein bestehendes Material konzentrieren, also was du tun kannst mit deiner Klarinette, deinem Mundstück und deiner Birne, um mehr Energie in die Klarinette zu bringen und damit einen größeren und volleren Ton zu bekommen. Mehr Energie heißt bei uns, wie bei allen Bläsern, mehr Körperspannung, mehr Stütze und höhere Luftgeschwindigkeit. Ein Instrument, das zu leicht geht und gut losgeht, klingt oft frei, aber sehr hell. Das ist für manche Musikstile auch von Vorteil, wie zum Beispiel für Jazz oder Klezmer. In der Klassik ist das aber eher ungeeignet. Wenn du über so ein Instrument verfügst, das sehr frei losgeht, gibt es diverse Möglichkeiten, um einen gesunden Widerstand zu erzeugen, der sich dann in Klang umsetzt. Wir brauchen also einen gewissen Blaswiderstand, um ausreichend stützen zu können. Dafür beginnen wir beim Blatt. Als erstes schiebst du das Blatt ein wenig nach oben, damit es etwas schwerer wird und die Klarinette etwas mehr Blaswiderstand bekommt. Das macht schon einen kleinen Unterschied, hat aber Grenzen. Mehr als einen Millimeter kannst du es kaum über die Mundstückgrenze nach oben schieben. Es wird dann einfach nicht mehr funktionieren. Dann kannst du aber mit einem Blattschneider die Spitze kürzen. Blätter und ihre Bearbeitung sind natürlich ein Riesenthema. Vereinfacht kann man sagen, dass schwere Blätter für einen vollen und runden Ton sorgen, während leichte Blätter zu einem hellen und dünnen Ton neigen. Aber Gott sei Dank ist das nur die halbe Wahrheit. Zum Glück gibt es auch die Möglichkeit, mit relativ leichten Blättern einen großen, vollen und runden Ton zu erzeugen. Und dafür brauchen wir Luft und eben den richtigen Blaswiderstand. Und der weitere große Vorteil des richtigen Blaswiderstands ist es, dass wir dann nicht mehr mit allzu schweren Blättern kämpfen müssen, nur um einen vollen Sound zu haben. Wie schon einmal gesagt, wer will schon einen Musiker erleben, der mit seinem Instrument kämpft? Ich habe viele Klarinettisten mit 2,5 Blättern mit einem vollen, großen und warmen Sound gehört. Karl Leister war einer davon, immerhin Solo-Klarinettist der Berliner Philharmoniker. Und ich traf nicht wenige Klarinettisten, die richtig schwere Blätter spielten, aber dabei so unflexibel waren, dass man nicht mehr von einem musikalischen Genuss sprechen konnte. Und das ist noch sehr vorsichtig formuliert. Der Trick mit den Blättern liegt im Kern der Blätter. Sie brauchen einen guten Kern und sollten dennoch gut schwingen. Dafür muss man oft nicht viel tun. Meist reichen schon einige wenige vorsichtige Bearbeitungen am Blatt und schon klingt es. Man muss nur genau wissen, wie es funktioniert und was zu tun ist. Das Thema zur Bearbeitung der Blätter ist aber ein großes Thema und dazu gibt es natürlich ein extra Tutorial. Das solltest du dir unbedingt ansehen. Du kannst damit dein Wissen direkt anwenden und wirst in Zukunft viele Blätter optimieren.
Jetzt gibst du mit deiner Unterlippe ein klein wenig mehr Druck auf das Blatt. Suche den perfekten Druckpunkt und höre dir dabei genau zu. Wo wird der Ton dunkler oder heller, voller oder enger, gepresster oder frei? Du kannst den Druckpunkt nach vorn oder nach hinten verschieben, also mehr oder weniger vom Mundstück im Mund haben. Jede einzelne Veränderung verändert den Sound ein wenig. Aber all diese und die folgenden Maßnahmen oder Anpassungen zusammen können deinen Klang signifikant verbessern. Mit etwas mehr Druck auf das Blatt machst du den Spalt zwischen Blatt und Mundstück natürlich etwas schmaler. Das bewirkt, dass die Luftgeschwindigkeit erhöht wird, ähnlich wie bei einem Gartenschlauch, den du an der Spitze zusammendrückst. Auf diese Weise kannst und musst du mit deinem Zwerchfell mehr Kraft und Energie einsetzen. Und das ist genau, was wir erreichen wollen. Wenn ich sage, gib mit der Unterlippe mehr Druck auf das Blatt, um den Spalt zwischen Mundstück und Blatt schmaler zu machen, meine ich natürlich nicht zubeißen. Bitte denke nie an Beißen, denke mehr an Halten des Blattes von oben mit deiner Gesichtsmuskulatur. Die Luft sollte trotz des erhöhten Widerstands immer noch gut durch das Instrument strömen. Der Gedanke des Beißens geht in Richtung Pressen und Anstrengung. Mein Bild ist das Halten von oben und das geht in Richtung Eleganz und Mühelosigkeit. Und das ist es, was wir suchen und das ist es, was zu einem guten Klang führt. Spiele etwas steiler an die Klarinette. Von der Seite sollte es eine 1 sein. Wenn du den Winkel veränderst, verändert sich auch der Klang. Die Neigung nach unten in Richtung steilerer Winkel macht den Ton runder und stabiler. Gleichzeitig verändert sich der Druckpunkt auf das Blatt und durch den Winkel wird die Muskulatur entlastet und dadurch etwas müheloser. Für klassische Musik ist es oft eine gute Idee, in einem eher steileren Winkel zu spielen. Du kennst sicher Fotos von Jazzklarinettisten wie dieses hier von Benny Goodman. Jazzer brauchen eben einen anderen Ansatz und einen anderen Klang. Dieser Winkel ist aber ganz sicher nichts für uns Klassiker. Allerdings, man kann es mit dem Blaswiderstand auch übertreiben. Es gibt einen Punkt, da setzt sich der Blaswiderstand nicht mehr in Klang um. Wenn sich die Klarinette anfühlt, als ob sie sperrt und in der hohen Lage zur klanglichen Härte neigt, dann bist du vermutlich übers Ziel hinausgeschossen und du solltest wieder etwas Blaswiderstand herausnehmen. Zum Beispiel das Blatt wieder etwas zurückschieben oder den Anblaswinkel etwas entspannen. Hier gilt es, wie so oft, das richtige Maß der Dinge zu finden. Dennoch, mit diesem Trick zwingst du dich gewissermaßen selbst zu mehr Stütze und damit zu mehr Körperbeteiligung. Und mehr Körperbeteiligung bedeutet mehr Klang. Ich spreche hier übrigens immer von Intensität und nicht von Lautstärke. Du bist mit diesen Übungen selbstverständlich in der Lage, lauter und kraftvoller zu spielen. Aber es geht hier vor allem um Intensität und Dynamik, und zwar vollkommen unabhängig davon, ob du leise oder laut, ob du pianissimo oder fortissimo spielst. Diese Übungen und dieser klangliche Ansatz helfen dir, in jeder Lautstärke und in jeder Tonlage intensiv zu spielen. Und damit erreichst du selbst im Pianissimo einen tragfähigen Klang. Ehrlicherweise muss ich aber auch sagen, dass die Mühelosigkeit an der Klarinette durchaus erkämpft oder, nennen wir es besser, erarbeitet werden muss. Allerdings macht diese Arbeit Spaß. Und mit diesen Tutorials möchte ich dafür einen Beitrag leisten und vor allem dafür sorgen, dass du es gleich richtig machst und nicht mit einer falschen Methode viel Zeit und Energie verschwendest und dann vielleicht am Ende die Lust verlierst. Soweit hier im ersten Teil. Im zweiten Teil geht es dann um die wichtigste Übung für deine Stütze. Ich zeige dir eine Atemübung, die nicht nur gesund ist, sondern auch deine Lungenkapazität erweitert. Außerdem zeige ich dir, wie du deine Birne testest und optimierst, welchen Effekt die Luftgeschwindigkeit hat und wie Subtone funktioniert.